Jo Leute, und willkommen wieder zurück zu Let's Play Mario Kart 64. Jo, Bokoblin, du hast doch schon alle 57 CCM, aber noch nicht auf 100 CCM und 150 CCM und noch etwas, was wir noch nicht freigeschaltet haben. Ich würde sagen, wir machen erstmal 100 CCM. Und nun ja, spiel mal mit Luigi den Pilzkopf wieder. Doch die Frage ist, du hast ja in 50 CCM irgendwann versprochen, du möchtest bei jeder Hubraumklasse etwas anderes machen. Ja, das habe ich versprochen und ich werde es auch einhalten. Denn bei 100er Hubraumklasse, seht ihr, ist alles schon viel schneller und spaßiger. Und es gibt Challenges. Das bedeutet, wenn ich einmal unter dem zweiten Platz im Ziel ankomme, kriege ich eine Bestrafung. Das bedeutet auch, wenn ich fünfmal unter dem zweiten Platz bin, was eigentlich gar nicht gehen kann. Aber trotzdem, wenn das so ist, gibt es nur eine Challenge. Das bedeutet, es gibt eine bestimmte Challenge, die ich vollziehen muss. Und das ist natürlich ein bisschen kacke. Aber für euch ist es sicher wunderbar. XD. Ja, ein 100 CCM kann auch viel besser driften. Glaube ich zumindest. Alter. Hund. Sein Hund. Haha. Er hat's zurückbekommen. Jeder hat's gesehen. Spasti. Schisch, wie da sogar da oben eine Banane war. Jo, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was ich mir als Challenge nehme. Ich werde vielleicht so ein Roulette nehmen. Also das wird ein Roulette entscheiden, was ich machen werde. Und immer der Donkey Kong. Oh, Windschatten. Ja, den gibt es natürlich auch. Zum Glück. Weil manchmal ist er nötig. Nützlich. Oh, buhu. Ist das dein Ernst, Peach? Ist das dein Ernst? Bleib stehen, oder? Die wird immer schneller. What the fuck? Bleib hinten stehen. Hure. Easy. Ja. Und ich habe mir vorgenommen, ab jetzt, ab dem Sterncup immer ein bestimmtes Thema zu reden. Und das wird auch diesmal so sein. Und zwar reden wir mal über meine düstere Vergangenheit. Weil einige werden mich wahrscheinlich kennen unter, ja, normal wie immer, Palko und Bokoblin. Doch, niemand weiß, was davor war. Also nehme ich euch mal zur Reise mit dem Anfang. Und zwar mit Yoshi-Fan 00... ...7. Was? Wie? Wie haben die mich überholt? Was? Was? Ich bin normal gefahren und einfach... Was? Ich muss jetzt sagen, das ist Betrug. Und eigentlich kann man das anzeigen, weil... Wieso bin ich random dritter Platz geworden? Fickt euch, Peach und Donkey Kong. Ha, beide getroffen. Haha. Ha. Was? Heute scheint nicht mein Tag zu sein. Heute scheint überhaupt nicht mein Tag zu sein. Help. Ich darf schon mal direkt eine Challenge machen. Machen wir eine normale, leichte Challenge, weil das ist eigentlich... Eigentlich ist es Betrug gewesen. Eigentlich sollte ich nur fairerweise, wenn wirklich das Spiel... Und nicht, wenn das Spiel sich einfach entscheidet, jo. Du bist jetzt dritter Platz. Sondern wirklich, wenn ich wirklich scheiße Fehler gemacht habe. Das meine ich damit. Und eigentlich habe ich keinen Fehler gemacht, sondern, ja. Es war einfach nur Betrug. Eigentlich würde ich keine Challenge machen. Aber ich tue für euch eine leichte Challenge machen.
Ja, das ist ziemlich kacke. Gut, oh mein Gott, der rote Panzer will mich jetzt immer überholen, die ganze Zeit. Nein, das macht er nicht. Wer trifft mich jetzt? Vom Ende des Rennens. Nein, das machst du nicht, Peach. Sagen wir es so, ich mache etwas ganz Leichtes, Normales, Langweiliges. Weil eigentlich verdiene ich das nicht, weil... Ja, ich bin durch Betrug Dritter geworden. Und sagen wir es so, wenn es zwei Vorreiter gibt, dann machen wir das unter drei Gegnern. Das bedeutet, wenn ich Vierter oder sowas bin, dann gibt's eine Challenge, weil das ist schon Betrug. Ich meine, aus dem Nichts sind die alle vor dem Ziel, direkt vor mir, vor meinen eigenen Augen, einfach nach vorne geflogen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie sind einfach nach vorne gegangen, weil sie Bock drauf gehabt haben. Aber anstellen sollte man sich trotzdem für Bier. Ich meine, warum haben die so eilig? Der nächste Burger King ist doch nur 3 Meter entfernt. Warum so eilig? Ha, ich hab den Blitz. Jetzt ist es spaßig, dieses Spiel zu spielen. Yeet. Komm, jetzt jemanden treffen. Als ob dieser Stein mich in die Palme geschupft hat. Ich hasse Palmen. Nee, Spaß. Ich liebe Palmen. Aber in diesem Spiel hasse ich sie. Was? 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 Okay, das ist jetzt Betrug. Ich habe so geschossen, dass das ins Nichts gegangen ist. In irgendeine random Wand. Und trotzdem ist der Panzer so gekommen, dass er mich genau trifft. Was? Was? Okay, langsam wird das Spiel unrealistisch. Langsam wird das Spiel echt unrealistisch. Komm her, Bitch. Kleine Cheaterin. Haha. Warum will der Yoshi jetzt nach vorn? Oh, es sind beide stehen geblieben. Okay, danke. Mann, ich hab dich doch getroffen, du Hund. Was willst du, Donkey Kong, du Cheater? Man fährt geradeaus, aber trotzdem sind die Charaktere doppelt so schnell wie einer. Das ist... Ich stell das einfach so ein, so kommt einem vor, man ist schneller. Hä? Ich hab doch B gedrückt. Wenn man B drückt, wenn man in eine Banane reinfährt, dann kann man die Banane des Ausrutschen verhindern. Und man hat sogar gehört, wie ich gebremst habe. Dieses Ksch-Ksch bedeutet, dass man bremst, aber... Nee, die Banane hat keine Lust gehabt. Ist das jetzt schon wieder ein Bug? Bitte nicht. Annoying, dieses Spiel am Anfang lang schon mal. Gut. What the fuck? Gut. Sollen wir uns ehrlicherweise die Punkte zurück und hoffen, dass wir gewinnen? Weil wenn wir jetzt verlieren, dann machen wir eindeutig eine Challenge. Shish. Eigentlich wollte ich ja über Yoshi Fan 007 reden, aber ja. Dann kam der Betrug zustande. Gut, reden wir nochmal über Yoshi Fan 007. Yoshi Fan 007 hieß zuerst Cornelia Fritz, also nach meinem Namen, nach meiner Schwester. Und dort habe ich eben zuerst, ja, Let's Plays und so gebracht. Und zwar, ja. Nintendo LPs wie immer.
Doch damals war es eben der Unterschied, dass ich schlechter war. Wieso? Wieso war da einfach teils... Der war noch gar nicht da! Warum? Ich bin doch vor ihm in der... scheiß drauf. Ich bin wenigstens Erster. Seht ihr das? Die ganze Zeit! Knallt er gegen mich an und deshalb ist 150 CCM Scheiß-Scheiße. Scheiß-Scheiße, natürlich, wer kennt's nicht. Yoshifin007 war sozusagen ein Kanal, bei dem ich zuerst Videos gemacht habe. Einfach den Account meiner Schwester genutzt. Diesen Donkey Kong oder diese scheiß Peach weggeputzt und der Donkey Kong ist in seine eigene Banane reingefallen. So gehört es sich auch. Schmutzfink. Mann, was willst du, Peach? Niemand hat nach deiner Meinung gefragt. Warum sind die Computer überhaupt schneller als einer? Ich fahre eine Gerade und trotzdem sind die beiden schneller als ich zusammen. Ha! Haha! Idiot! Alter! Was ist mit Mario los? Der ist ganz hinten. Am Arsch der Welt. Cool! Komm schon, ich darf nicht Zweiter werden. Wenn ich jetzt gegen nur Zweiter Platz werde, dann glaube ich, habe ich schon verloren. Es sei denn, der DK ist am dritten Platz. Oder Peach, ich weiß jetzt nicht, wer am zweiten Platz momentan ist. Okay, das war ein guter Bremser und Weiterfahrer. Ja, das ist Deutsch. Nee, ich versuch's diesmal nicht. Haha! Und YoshiFan007 brachte allgemein eigentlich nicht viele Likes und auch keine Dislikes, sondern war einfach nur schlecht, unnötig und niemand schaute mich wirklich. Ich hatte nur einen Fan und zwar Fly. Und dann habe ich mir einen Kanal erstellt, Real Clasher Clash of Clans, dann ging das zu Real Clasher Brawl Stars und dann zu Palkun Bokoblin. Und wie dieser Name überhaupt so heißt, ja. Jetzt wisst ihr wenigstens, ja, wie mein Name ausgesprochen wird, hehe. Weil einige Probleme damit haben. Ja, zumindest muss ich jetzt keine Challenge machen. Mit Challenge meine ich halt wirklich irgendwas Dummes ausprobieren. Und wieso fährt der Luigi dauernd den Bananen rein? Ich weiß es nicht. Aber eigentlich hat das jetzt ziemlich Spaß gemacht. Würde sagen, das war eine lustige Runde wieder mal. Und wir haben zum Glück erster Platz gewonnen. Man hat uns nur einmal die Ehre genommen. Und das war auch Betrug. Also selbst wenn ich unter zweiter Platz Challenge machen müsste, würde ich die nicht machen, weil es Betrug ist, weil jeder hat gesehen, wie viel Betrug da drin steckte. Okay, ja. Hätten wir das wohl auch geschafft. Und diesen Cup auch abgeholt. Nice. 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 Von dem Betrug im letzten Part möchte ich gar nicht mehr reden, weil das war einfach nur Betrug. Und ja, Leute, das war's mit dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, Meda! Und ja, der Betrug hat euch hoffentlich auch gefallen.